Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einer Campinglampe. Eine wirklich coole Campinglampe. Warum? Weil sie wieder mehr Funktionen ineinander vereint. Ich finde das voll cool, diesen Trend. Und diese von VLEOAK, also Wheely Oak, beziehungsweise auf der Verpackung steht Homhu. Multifunktionale Campinglampe am Start. Geiles Teil. Es ist eine LED-Camping-Lanterne mit Powerbank-Funktion. Das finde ich wirklich cool. Warum? Denn die Hersteller gehen immer mehr über, weil die Technik ja schon so gut ist, dass sie oft Powerbanks, sprich also die Energieversorgung von einem Gerät, mit einer Powerbank-Funktion kombinieren. Das ist wirklich eine coole Sache, weil dann hat man einfach multifunktional oder smarter das Gerät auch im Einsatz. Und hier ist es auch der Fall. Wir haben Möglichkeit von rotem Warnlicht auszugeben und Suchscheinwerfer zu nutzen. Drei Lichtmodi, zwei Helligkeitsstufen sind am Start. Das heißt, wir haben eine Lampenfunktion, die so wie eine Laterne aussieht. Oder wir haben die Möglichkeit, hier so ein Flutlicht zu setzen. Dann ist es wie eine Taschenlampe. Und wir haben natürlich auch dann bei der Lampenfunktion die Möglichkeit, dort auf dieses dunkelorangene rote Licht zurückzugreifen, um dann zum Beispiel als Warnlicht dies einzusetzen. Sehr gut auch im Auto zu verwenden. Sie ist wieder aufladbar, das ist auch immer nice. Fürs Camping, für Nachtfischen, für Notfall, fürs Auto, für zu Hause natürlich auch. Denn nach der Flutkatastrophe letztes Jahr habe ich fast, also ich habe nicht in jedem Zimmer was zum Leuchten, aber ich habe in vielen Zimmern immer so ein Notfallpack, weil der Strom war weg und es war wirklich schwarz. Ne? Und deshalb ist es sehr wichtig, finde ich jetzt, nach so einer Erfahrung, dass man überall externe Lichtquellen haben kann oder sollte. Sowohl das Frontlicht als auch das Seitenlicht können 100% oder auf 30% gedimmt werden. Das heißt, wir können damit die tägliche Beleuchtung dort uns reinhauen. Im Notfall helfen uns die beiden Rotlichtmodi als Standlichter, Dauerlicht und Blitzlicht. Die Campingtaschenlampe ist in insgesamt 6 Modi erhältlich, perfekt für alle Beleuchtungsanforderungen in jeder Situation. Wir haben ein hochwertiges ABS-Material hier. Es gewährleistet eine Langlebigkeit und ist natürlich für den Außeneinsatz gedacht. Das heißt aber auch, wir werden diese Lampe nicht einfach in der Natur schmeißen, sondern sie sollte recycelt werden, wenn sie doch mal ausgedient haben sollte in vielen Jahren. Das ist immer ganz wichtig auch zu sagen, denn der Kunststoff, der verwendet wird, gehört nicht in die Natur. Denn der verrottet so wie gar nicht. Das dauert sehr lange. Die vollständige geschlossene Struktur hier garantiert, dass es zuverlässig vor Nässe und vor Staub abgedichtet ist. Dazu gibt es eine IP65-Abdichtung. Das heißt, dieses Campinglicht wird mit jeder schlechten Witterung dann zurechtkommen. Das heißt, Regen, Schnee, Frost, kein Problem für das Ding. Natürlich gehen wir damit jetzt nicht schwimmen, außer wir würden sie über Wasser benutzen. Unter Wasser wird sie dann doch relativ schnell, wenn wir tauchen gehen damit, wird sie nicht so lange durchhalten. Also lasst es besser. Sie ist nur so für außen gedacht, aber nicht fürs massive Eintauchen. Eingebaut sind 2 wiederaufladbare Akkus, die ermöglichen es uns, diesen leistungsstarken Campinglaterne über 1000 Mal aufzuladen. Mit dieser wiederaufladbaren USB-Taschenlampe müssen wir daher die Batterie nicht so oft wechseln. Aber es ist möglich, sie zu entnehmen und durch neue zu ersetzen. Es funktioniert auch als Powerbank für unser Smartphone zum Beispiel oder andere mobile Geräte und kann dort im Notfall auch einspringen, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Und das finde ich wirklich ein cooles Feature. Mit dem verbesserten T6 LED-Chips hat das Frontlicht dieser Campingleuchte eine Helligkeit von 1500 Lumen und eine Reichweite von 1000 Fuß. Um die effektive Entfernung zu erfüllen, wird dort auch eine Umleitung des Strahls durch einen Spiegel stattgefunden werden. Das bündelt ein bisschen den Lichtschein und daher kann es so weit strahlen. Dann haben wir natürlich noch die Lampen-LEDs. Das sind 40 Stück. Die bestehen halt an der Seite und bieten eine 360-Grad-Vollbeleuchtung. Die leuchten natürlich jetzt nicht 1000 Fuß. So sollen sie auch nicht, denn dann werdet ihr alle blind werden. Wir haben einen Griff, mit dem können wir die schön
umher bewegen und als Taschenlampe benutzen. Oder wir nehmen an der Laterne angebracht so einen Haken. Das heißt, so können wir es bequem an einen Ast oder oben zum Beispiel am Zelt aufhängen. Das ist perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Jagen, Angeln, Camping, fürs Gassi gehen und so weiter. Also wenn ihr mal mit eurem Goldfisch dann Gassi gehen wollt, könnt ihr auch hier die Laterne mitnehmen. Ne? Und verpackungstechnisch sind wir hier, ich finde, es ist solide aufgestellt. Es sieht wirklich gut aus. Das Produkt ist abgebildet, auch wenn es jetzt nicht super HD da ist. Da sieht man schon ein paar Kanten. Das heißt also, reicht voll und ganz aus. Also das Produkt selber wird natürlich jetzt keine Kanten haben. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Ja, was haben wir denn hier? Guck mal, Micro-USB. Da benutzt einer noch Micro-USB am Start, aber ist ja nicht schlimm. Micro-USB zu USB-Kabel ist dabei. Und was ist das denn für ein Karabiner? Guck mal hier, ey. So ein Ass-Karabinerhaken. Der ist aus Kunststoff, das heißt, daran solltet ihr jetzt nicht euer Abseilgeschirr dranhängen, denn der hält jetzt nicht sehr viel aus. Aber natürlich so eine Lampe hält er gut in Position. Na, das ist recht einfach und simpel designt hier. Hier haben wir einen kleinen, zwei Scharnierchen dran, die ganz schnell im Federmechanismus zusammenwirken und unsere Laterne dann aufhängen können. So, einen kleinen Beipackzettel haben wir dabei hier, wie ihr seht. Und jetzt kommen wir natürlich dann direkt zur Lamp. Die Lampe ist in Knallfolie eingepackt. Oh, fühlt sich wertig an, das Teil. Uiuiui, aber echt, hier vorne ist gummiert. Schön, wenn sie mal auf den Boden fallen sollte, ist das immer noch so ein leichter Garant, dass es nicht direkt zerspringt. Das ist auch sehr sinnvoll. Und hier drin ist die eine leistungsstarke LED, die dann durch diesen Spiegel hier fokussiert wird. So, gucken wir mal, ob wir das hier abkriegen. Natürlich kriegen wir das ab. So, guck mal, hier ist das Glas drin, das können wir schön sauber machen. Hier ist der Lampenkörper. Na, das heißt, im Prinzip wäre es auch möglich, da unten seht ihr auch die Akkus, da die zwei, wäre es möglich, dann hier auch die Leuchteinheit zu wechseln. Schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich das hier wieder richtig drauf kriege. Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit? Wir schauen mal. Also hier, das ist das Glas. Das Glas kommt hier drauf. So. Also schön an den Nippeln ausrichten. Hier sind so Nippelchens. Dann legen wir das Ding drauf. Und zack. Sehr schön. Das hat auch gut funktioniert. Gut, damit sind wir im vorderen Bereich fertig. Das kann man also entnehmen, sauber machen. Durch die Gummierung ist es geschützter. Hier haben wir noch so einen Aufprallrahmen. Das ist auch sehr gut immer. Das heißt, wenn es mal hinfallen sollte, wird es auch hier an diesen Teilen abgefedert. Da können wir es auch schön drauf stellen, anstellen. Hier haben wir die Möglichkeit dann dieses Powerbank-Anschlusses. Das heißt, hier können wir auf der einen Seite dann ein USB-Kabel anschließen. Zack. Auf der anderen Seite unser Smartphone. Und oder auf dem anderen Slot können wir dann hier unser Micro-USB-Freund anschließen. Da müssen wir mal gucken, wie rum wir den klemmen. Zack, Micro-USB dran. Auf der anderen Seite zum Beispiel USB zum Laden. So, jetzt kommt das Ding wieder da rein. So, jetzt haben wir es. Und dadurch ist das hier auch bedingt dann abgedichtet, obwohl es jetzt nicht so massiv, na, guck mal, das ist so ein, nicht so massiv festhält, dass es hier jetzt fürs Untertauchen gedacht ist. Gut, kommen wir weiter. Hier haben wir einen Anschalter, Dimmschalter, Umschalter in die unterschiedlichen Sachen. Dimmung, Rotlicht, blinkendes Rotlicht. So können wir das durchswitchen mit diesem schönen erreichbaren und auch sehr auffallenden Knopf. So, hier haben wir die Aufhängfunktion, wo wir dann hier den Karabiner einsetzen können. Und hier haben wir noch einen Tragefreund. So, alles cool, sehr schön. Es ist CE gecheckt, das heißt, es darf in Deutschland und Europa vertrieben werden. Und ihr seht, das hat was für sich. Dieses Ding hier ist echt nice. Es ist eine Campinglampe von WLE Oak. Es ist eine LED-Camping-Leuchte. Eine multifunktionale Campinglampe, Campingleuchte, die uns im Dunkeln den Weg erleuchten wird. Einmal als Lampe, sprich als Lampe Seitenstrahler oder als gerichtungsgebundenen punktuellen Strahler. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!